Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum die einen erfolgreicher wären und die anderen nicht oder viel langsamer? Nun, ich persönlich glaube es aus vielen Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Gesprächen, dass es damit zusammenhängt, wie die Menschen mit sich selbst und mit anderen reden. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich bin auch Coach und achte deshalb ganz besonders auf die Sprache, die du verwendest, die ich verwende. Und hier gibt es eine ganz alte Regel, die schon Henry Ford eines Tages mal gesagt hat. Henry Ford hat mich gesagt, wenn du glaubst und es auch sagst, dass du etwas nicht kannst, dann hast du recht. Wenn du aber glaubst, dass du etwas kannst und es auch sagst, dann hast du auch recht. Das gleiche Prinzip hat auch Walt Disney genannt, als er mal meinte, dass alles, was du dir vorstellen kannst, auch machen kannst. Interessanterweise sprichst du dann auch so. Wenn du sagst, du kannst ein Unternehmen gründen, du kannst ein Haus bauen, du kannst beispielsweise eine neue Wohnung finden, die auch bezahlbar ist, dann wirst du dich auf die Suche begeben und du wirst auch so sprechen. Wenn du aber das machst, was gestern eine Unternehmerin bei mir gemacht hat, die mir genau gesagt hat, ich kann nicht gut mit Zahlen umgehen, ich glaube, dass Geld schmutzig ist, ich kann mit Instagram nicht umgehen, das hasse ich und überhaupt Social Media, das mache ich nicht und ich kann nicht gut verkaufen und ich weiß nicht, wie ich Buchhaltung mache und weil ich das nicht kann. Nun, diese Frau hat auch recht. Nur das Ergebnis dieser Frau ist, dass sie seit über 6 Jahren selbstständig ist, keine wirklichen Gewinne gemacht hat, die Buchhaltung unter aller Sau ist und möglicherweise vom Finanzamt geschätzt wird und die auch kein Gefühl der Sicherheit hat, wie sie Unternehmen aus der Krise herausführen kann. Der erste Punkt liegt schon bei der Frage, wie du eine neue, vielleicht eine unbekannte oder eine gefährliche und riskante Sache angehst. Was sagst du dann? Sagst du, ich kann, weil ich weiß, was ich will? Sagst du, ich kann, weil ich weiß, dass ich lernen kann? Sagst du zu dir, ich kann, weil ich weiß, dass ich in der Vergangenheit schon Krisen überwunden habe, deshalb werde ich diese auch überwinden? Du hast aber auch in der gleichen Situation die Freiheit, den Weg nach links zu gehen. Du kannst sagen, ich kann nicht, weil das schwierig ist, weil ich das bisher noch nicht gemacht habe, weil ich vielleicht nicht die Zeit habe, weil ich bisher kein Glück hatte, weil ich ein Mann bin, eine Frau, weil ich ein Ossi oder ein Wessi bin oder ein Deutscher oder ein Ausländer, ich bin zu dick, bin zu dünn. Du kannst also hier schon an der Situation des Satzes ich kann entscheiden, ob du nach rechts gehst, weil und Gründe findest, weshalb du es kannst, oder du kannst nach links gehen. Dann kannst du auch Gründe finden, weshalb es nicht geht. Nur was den wenigsten Menschen bewusst ist, aber die Erfolgreichen wissen, ist, dass jedes Wort, was du aussprichst, was du denkst, dass es eine Wirkung hat. Entweder eine Wirkung auf andere Menschen, auf deine Mitarbeiter, auf dein Team, die dann hier in einen ressourcenarmen Zustand demotiviert werden oder in einen ressourcereichen Zustand geführt werden. Aber das Ohr, das am nächsten ist, wenn du mit jemandem redest oder mit dir selbst redest, ist dein eigenes Ohr. Die Herausforderung ist nur, dass dein eigenes Ohr am nächsten ist, wenn du sagst, du kannst oder du kannst nicht. Und wenn du sagst, ich kann etwas nicht, weil das Wetter schlecht ist, die Zeiten schlecht sind, es Winter ist oder wir eine Klimakatastrophe haben, dann hört in deinem Unterbewusstsein ein kleines Männchen mit und sagt, Mensch, was hat Chef gesagt? Ich kann das nicht. Dann geht er nämlich zu einem Hebel und legt diesen Hebel um in es geht nicht. Und in diesem Moment hast du dir einen Glaubenssatz eingefangen, dass etwas in deinem Leben nicht geht. Du kannst keine Buchhaltung, du kannst nicht verkaufen, du kannst beispielsweise kein Marketing machen, du kannst beispielsweise Instagram oder Facebook oder YouTube nicht für deinen Geschäftsaufbau nutzen und dein Unterbewusstsein speichert das ab, weil du das selbst formuliert hast. Die Wahrheit ist aber eine andere, denn wenn du das gemacht hättest, was Henry Ford vorgeschlagen hat, wenn du mich formuliert hättest, ich kann Instagram nutzen oder Facebook oder ich kann verkaufen oder ich kann Buchhaltung, dann hätte dein Männchen hier unten, dein Unterbewusstsein gesagt, okay, Chef hat gesagt, ich kann das, klack, lege ich den Hebel um und mache mich sofort auf die Suche nach Fähigkeiten, nach Kompetenzen, nach Menschen, nach Software, nach Methoden, um das Ziel zu erreichen, diese Fähigkeit durchzuführen. Nur was bedeutet das für die Zukunft? Es bedeutet, dass du, egal was du Neues machst, ein Instrument lernst, eine Sprache lernst, eine neue Fähigkeit erwirbst, einen neuen Social-Media-Kanal entwickelst, eine neue Marketingstrategie entwickelst, all das ist erstmal neu und du triffst die Entscheidung, ob du es kannst, weil, oder ob du es kannst, weil nicht. Entweder gehst du den rechten Weg und findest Gründe, weshalb es geht, oder du findest Gründe, weshalb es nicht geht. Und das, was du dann deinem Unterbewusstsein, was du dann formulierst, was dein Glauben, deine Vorstellungskraft anheizt, das hast du dann in dem Moment selbst entschieden. Was ist denn deine Aufgabe als Unternehmer? Das erste ist, zunächst mal deine Sprache, die du heute Morgen den Rest deines Lebens hast, neu zu filtern. Und zuerst mal zu formulieren, zu sagen, ich kann, weil.
Also dich auf diesem Grundsatz, dass deine Vorstellungskraft, den Glauben, diese Fähigkeit, was du hast, dafür Sorge tragen kannst, dass du Wege findest, wie es funktioniert. Das hat Walt Disney gesagt und das haben auch schon viele alte Lehrer vor mehreren tausend Jahren gesagt. Die zweite Aufgabe, die du allerdings hast, ist, dass du eine Vergangenheit hast. Und in der Vergangenheit kann es sein, dass entweder du selbst zu dir gesagt hast, ich kann nicht, weil ich zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn bin. Es kann aber auch sein, dass andere Menschen zu dir gesagt haben, du kannst das nicht, weil du zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, ein Mann oder eine Frau bist. Und da gilt es in der Vergangenheit ein wenig aufzuräumen. Und hier kommt Coaching beispielsweise zum Thema. Denn ein Coach kann dir helfen, die Sprache, die für dich völlig normal abläuft, auf den Prüfstand zu stellen, zu sagen, stopp, hier muss ich intervenieren. Ich habe gerade gehört, du hast gesagt, ich kann nicht verkaufen, ich kann nicht Buchhaltung. Du hast gesagt, Geld ist schlecht. Darf ich kurz fragen, ob das wirklich die Wahrheit ist? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, wie du dir ganz sicher sein kannst, dass das die Wahrheit ist. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, was es bedeuten würde, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Zusammengefasst, also lade ich dich ein, ab sofort selbst die Entscheidung zu treffen, ob du es wirklich kannst. Und dir bewusst zu sein, wenn du es nicht kannst, dass das auch deine Entscheidung war. Und ich lade dich ein, deine Vergangenheit aufzuarbeiten. Und so kannst du Stück für Stück die Gefängnisse, die du um dich herum hast, die Limitationen, die du selbst aufgebaut hast oder die von anderen eingefangen hast, abbauen. So kommst du Stück für Stück in eine Freiheit, die du als Unternehmer, als Selbstständiger brauchst, um neue Wege zu gehen. Denn wenn du am Markt erfolgreich werden willst, dann brauchst du neue Wege, neue Ideen, neue Alleinstellungsmerkmale, neue Prozesse, Methoden und Zugangskanäle zu deinen Kunden. Nur dann wirst du wettbewerbsfähig sein. Wenn du das machst, was alle machen, oder wenn du das unterlässt, was zwingend erforderlich ist, weil du gesagt hast, du kannst es nicht, nun, dann wird es sehr wahrscheinlich nichts mit dem Erfolg deines Unternehmertums. Du kannst also an der Sprache, die du mit dir selbst führst und mit anderen führst, erkennen, ob du noch eingesperrt bist oder ob du Limitationen und Begrenzungen hast. Und das können wir als Coach auch. Deshalb lade ich dich ein, jetzt einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater, die dir bundesweit dabei helfen können, dich, deine Sprache, deine Einstellung so weit zu optimieren, dass du in die Freiheit kommst, dass du alles für möglich hältst und es dann auch tust. Gerne aber kannst du jetzt auch einfach das Video mit Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg in deine Freiheit. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.